Ja, herzlich willkommen wieder zu einem Bastelvideo. Ich habe hier mit der großen Herzstanze, die dort hinten liegt, mal diese Herzen ausgestanzt. Da sind ja dann ganz viele kleine drin. Und erstmal dieses große habe ich einmal mit Schwarz hinterlegt. Also ein schwarzes erst gemacht, dann ein goldenes und ein rotes obendrauf. Dann habe ich wieder ein paar rote Herzen wieder reingeklebt. Ja, und das erste Mal habe ich hier diesen Rahmen, den ich schon im letzten Video gezeigt habe, wie ich das gemacht habe, mal mit Stoffband gemacht. Aber es war gar nicht so einfach, das zu schneiden, weil es doch immer ein bisschen ausfranst. Ja, aber trotzdem finde ich, es sieht mal ganz anders aus. Ich finde, es geht. Ja, und dann habe ich jetzt hier noch Herzen raufgeklebt, ein Stempel und Glittersteinchen. Nun überlege ich gerade, ob ich hier noch goldene Herzen nochmal raufklebe. Weil ja hier auch Gold mit drin ist. Ich denke, das könnte ich noch machen. Ja, so ist eine Karte nie fertig. Man findet immer noch was, was man wieder noch raufmachen könnte. Ja, und daneben liegt die Karte von gestern. Die habe ich mich dann doch entschlossen, fertig zu machen. Vom gestrigen Video, also vom letzten Video, was ich gestern gemacht habe. Man könnte das einfach so ein bisschen schräg raufsetzen. Dann ist es vielleicht doch nochmal ein Farbtupfer. Mal ein bisschen schräg. Ja, ich lasse es jetzt erstmal so. Ja, das war das. Und das war jetzt hier noch die Karte vom letzten Mal. Habe ich auch noch mal ein bisschen mit so diesen schönen Halbperlen beklebt. So, und dann habe ich hier noch eine Karte, die ich hier schon angefangen habe mit Klebestreifen zu machen. Und die wollte ich mit euch noch fertig machen. Wenn es dich interessiert, wie ich die noch fertig mache, dann bleib noch dran. So. Mal ein bisschen wegsortieren hier. Und zwar habe ich hier schon vorbereitet, einmal dieses Danke, einmal dieses Danke. Da ist mir die Schrift nicht so gut gelungen. Die habe ich hier mit so einem goldschreibenden Stift gemacht. Und außerdem ist wieder so ein Pünktchen wieder raufgestempelt worden. Hier habe ich das so gemacht. Und dann habe ich es nochmal gemacht. Die Schrift finde ich hier besser, aber mir ist doch wieder hier ein Pünktchen gelandet vom Stempel. Und diesmal habe ich einfach so einen goldenen Tupfer hier noch drauf gemacht. Da sieht es dann so aus, als wenn es so sein soll. Ich lasse es jetzt einfach so. Also mir gelingt nicht immer alles gleich und dann überlege ich, was kannst du machen. Naja, jetzt lasse ich es so. Und hier innen habe ich auch nochmal zwei Herzchen draufgeklebt. So, und mal sehen, wo ich die jetzt hinklebe. Ich habe schon doppelseitiges Klebeband hier schon fertig gemacht. So, ich denke mal gleich so ein bisschen in die Mitte. Mit doppelseitigem Klebeband macht es richtig Spaß und ist auch ein bisschen erhöht gleich. So, und dann habe ich hier noch ein paar Herzchen vorbereitet, die auch drei hintereinander geklebt habe. Schwarz, ein goldenes und ein rotes. Das könnte ich vielleicht hier noch aufsetzen. Und das andere hier oben oder hier. Ja, und dann wäre es eigentlich schon fertig. Man könnte auch die Blume noch aufsetzen. Aber ich denke mal, ich setze mal diese beiden. Die habe ich auch schon
diese doppelseitigen kleinen Abstandshalter setze ich einfach mal hier unten drauf. Und hier ist auch noch ein kleines dran. Ach, lasse ich jetzt hier mal. So, ich lasse jetzt die Karte erstmal so. So, das sind meine drei Karten für heute, die ich euch zeigen wollte. Ja, und ich hoffe, ihr bastelt auch sehr gerne. Ich möchte jetzt noch die kalte Jahreszeit nutzen. Nachher im Sommer werde ich bestimmt eine Sommerpause machen und mehr den Garten und die Sonne genießen. So, das war's schon für heute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr gerne noch mehr Bastelvideos sehen wollt. Über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch immer wieder. Alles Liebe, alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.